So, ja, hallihallo zu diesem Video. Das kommt jetzt ganz spontan von einer kleinen Aufforderung von einem meiner Mentoren, den Dennis Koray. Denn der kam jetzt wieder mal zuvor und hat ein Greenscreen-Video gemacht. Und ich habe ja dieses Tuch auch schon eine lange Zeit jetzt zu Hause, aber ich hatte immer mit der Belichtung Probleme. Aber jetzt hatte ich eine Idee und jetzt werden wir dann sehen, wie das Ganze funktioniert und ob es dann auch gut aussieht. Ich zeige es jetzt mal auch so ungefähr wie der Dennis in seinem Video. Und der Dennis wird sich es ja auch anschauen, weil der hat mich ja aufgefordert, das zu machen. So, das hier ist jetzt meine Leinwand. Das ist einfach so eine Dia-Leinwand von ganz früher noch, ist glaube ich schon 30 Jahre alt, ist von meinem Vater noch da. Und da habe ich jetzt einfach dieses grüne Tuch drüber gehängt. Ich habe es bei Amazon erworben und ja, jetzt schauen wir da mal, wie das aussieht. Ich verwende nicht die Webcam wie der Dennis zuerst in seinem Video, sondern ich nehme ganz normal mein iPhone 5. Ich spreche auch jetzt ins iPhone 5. Ich habe das iPhone in diesen Eye Stabilizer. Das ist so eine Teleskopstange, da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Da habe ich das jetzt gerade in der Hand und ich habe mir darüber hinaus jetzt noch so eine Holzvorrichtung gebaut, dass ich diese Stange da reinstecken kann und dann kann ich quasi freihändig sprechen. Im Moment geht es immer nur mit einer, weil mit der anderen halte ich dieses Ding. Jetzt schwenke ich rüber, ich suche mir jetzt noch einen guten Hintergrund und dann sehen wir mal, wie mein Greenscreen-Video ausschaut. Gut, bis gleich. So, ich bin jetzt auch bereits vor meinem Greenscreen und ja, mal sehen, wie das aussieht. Ich würde sagen, es funktioniert. Ich zeige jetzt nicht genau her, wie das Ganze jetzt funktioniert. Das hätte der Dennis schon in Perfektion gemacht. Aber ich habe jetzt hier direkt vor mir das iPhone mit meinen selbst gebauten ja, Standvorrichtung, sage ich jetzt mal. Dann habe ich jetzt hier oben eine Lampe, die leuchtet direkt auf mich und da drüben, da steht auch eine Lampe, die leuchtet einseitig diesen Greenscreen aus. Und ist jetzt sicher nicht optimal. Das hat ja auch der Dennis schon gesagt. Die Profis, die haben Softboxen, 3 bis 4 stehen, die alles ausleuchten. Die können dann auch schweben und fliegen in der Luft, mit den Vögeln fliegen. Das würde ja alles funktionieren. Ich habe jetzt, während ich das Video aufnehme, noch keine Ahnung, welche Hintergründe ich jetzt gerade einblende. Bin ich dann danach noch ein bisschen kreativ. Und ja, mal sehen, wie das aussieht. Ich bin jetzt selbst gespannt. Und das war's, Dennis. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem Video. Das war's jetzt wie versprochen. Und ja, falls Sie das Video jetzt ansehen und auch ein bisschen lachen müssen drüber oder das interessant finden, bitte wie immer meinen Kanal abonnieren. Sie finden hier irgendwo den Link, wo Sie das mit einem Klick machen können. Und ja, würde mich auch über ein Gefällt mir freuen beim Video. Und ja, teilen auf Facebook natürlich auch erlaubt. Passt, das war's. Bis zum nächsten. Wiedersehen. Und ciao, Dennis.